Also, schönen guten Abend, Namaste. Mama, nach einmal in Wien, Bayern. Schönen guten Abend. Ja. Ja. Danke, danke. Okay. So, Sie brauchen gar nichts zu glauben, was wir erklären heute Abend. Kritisch denken, experimentieren und selbst entscheiden, stimmt oder nicht stimmt. Was passt für euch, nehmen Sie mit. Was nicht passt, gibt einen Fluss hier. Neckar. In den Neckar. Ich meine wirklich, warum in dem Vortrag, man erwartet nicht die ganze Thema zu erklären. Verstehen Sie, okay? Ein Vortrag ist ein Einblick? Ja. Einblick über das Thema, wie das geht. Aber nicht die ganze Thema zu unterrichten. Verstehen Sie, was ich meine, okay? Okay. Und während des Vortrag, bitte nicht persönlich nehmen. Nicht persönlich nehmen, okay? Nicht persönlich identifizieren, wenn wir sagen, Jesus sagt, bla bla bla, okay? Nicht persönlich nehmen. Wenn Sie persönlich nehmen, selber schuld, okay? Ich meine, man muss offen sein für Dinge, nicht persönlich identifizieren, okay? Man ist verletzt, wenn persönlich nimmt. Sie sind nicht verletzt, Ihr Ego ist verletzt, okay? So, das wir bitte nicht persönlich nehmen. Everything is open. Alles ist offen. Okay. Bevor wir beginnen, ich mache ein kurzes Gebet. Wenn Sie interessiert, können Sie gerne mitmachen. Zu dem höchsten göttlichen Sein, Gott Mutter, Gott Vater, zu meinem Lehrer, Grand Master, meine heilige Lehrer und heilige Meister, alle heiligen Lehrer, Meister, alle Heiligen, heiligen Engel, heilende Engel, die große, große Wesen, unsichtbare Helfer mit uns sind, Lichtwesen. Von meinem ganzen Herzen ist demutig. Bitte für Ihre Schutz, Führung und Segnung. Danke, in vollem Vertrauen. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Wie viele von euch haben etwas Hintergrund in allgemeiner Energie, einfach Energie zu tun? Wie viele von euch haben etwas Hintergrund mit Energie, einfach allgemeine Energie? Okay. Andere nicht? Okay, ich muss definieren, was bedeutet Energie, okay? Jede Lebewesen mit bewusst oder ohne bewusst ständig mit Energie zu tun. Zum Beispiel, ganz einfach zu verstehen, okay? By the way, wir machen den Vortrag super, super einfach, okay? Kennen Sie, während des in Ihrer Arbeitszeit, Sie wollten frische Luft tanken. Kennen Sie das? In der Pause, Sie wollten, ich muss jetzt frische Luft tanken. Kennen Sie das? Der Moment, Sie macht das, Sie wollten mitbewusst Energie tanken. Zum Beispiel, wie viele Leute laufen? Wie alle, oder? Die Frage ist, mitbewusst oder ohne bewusst? Okay, anyway, die Frage war andersrum gemacht. Wie viele Leute gehen regelmäßig spazieren gehen? Mit ihren Haustieren oder selber alleine, okay? In die Wald oder in die Wiese, auf dem Neckar oder wie ist das? Okay, am Neckar, okay? Nicht auf dem Neckar. Okay. So, wie viele Leute machen das? Okay, Jogging. Okay, Gymnastik, okay? Alles mit Tai Chi, Qigong, Qigong. Alles, das Körper bewegt, tanzen, weiter und weiter. Wie viele Leute machen das? Andere nicht? Wirklich, laufen sie nicht? Okay, die Frage ist, wenn sie das tut, sie sind mitbewusst Energie tanken. Sie sind mitbewusst Energie zu tun. Der Moment, sie anfangen, ihren Körper bewegen, mitbewusst Energie konfliktieren. Konflikt, genau. Danke. Was passiert, wenn sie das tut? Wenn sie bewegt ihren Körper, was passiert eigentlich? Viele machen körperliche Übungen, stimmt? Was passiert eigentlich? Erstmal macht Spaß, das, was sie machen, stimmt? Eigentlich was passiert? Irgendwas passiert, sonst sie machen das nicht, stimmt? Macht Spaß, okay, gut. Was passiert da? So viele Leute, heilpraktische Schule, Therapeuten. Was passiert da? Nicht schüchtern, okay? Das fließt Energie durch den Körper. Fantastic, excellent.
Wissen Sie, was passiert, wenn sie es tut? Sie aktivieren ihre eigene Selbstheilungskraft regelmäßiger. Ihre Selbstheilungskraft wird aktiviert regelmäßig. Man bleibt fit, jung, wahrscheinlich gesund, sehr, sehr hoch. Wenn sie bewegt ihren Körper mit Bewusstsein. Alle kennen Reiki, Akupunktur, Akupressur, weiter und weiter. Stimmt? Homöopathie, alles mit Energie zu tun. Okay? Akupressur, das mit. Ja. Genau. Können Sie sich vorstellen, ohne Nadel, pure Prana. Können Sie sich vorstellen, ohne Nadel, pure Prana. Okay? Nur pure Qi. Ähnliches Prana-Heilung, okay? Erst einmal, die Akupunktur war Europa gebracht. Wie war die Reaktion auf die Menschen? Zurückhaltend. Zurückhaltend ist okay, das ist so schlimm. Das ist normal, okay? Das ist normal, zurückhaltend. Das ist verständlich, zurückhaltend, okay? Das ist misstrauisch. Weiter und weiter. Ich habe eine Sendung gesehen, alte Sendung gesehen, über 25, 30 Jahre Sendung gesehen. War sehr interessant, okay? Wenn ich war drin, ich habe nicht mehr gegangen, okay? Aber die gleichen Menschen, jeder dritte oder vierte macht das Methode jetzt. Stimmt oder nicht? Die Frage die Zeit. Die Frage die Zeit, okay? So, mein Lehrer hat immer gesagt, wenn du weißt nicht, du sagst, ich weiß es nicht. Verstehen Sie, okay? Nicht sagen ja oder nein. Wenn du weißt nicht, du sagst, du weißt es. Nicht sagen ja oder nein. Grandmaster Traubach say, okay? Anyway. Gut. Alles, was wir haben jetzt gesprochen, involviert Energie. Mit Bewusstsein. Okay? So, da gibt es ein Grundprinzip hinter jeder Heilmethode. Grundprinzip. Ohne das Prinzip, keine Heilung wird nicht funktionieren. Das ist das Grundprinzip hinter jeder Heilmethode. Die Leute schon Plan gemacht, sie weiß das schon, okay? Lass mal Leute erst einmal hier sehen. Was ist das Prinzip? Glaube. Die Glaube, fantastic, excellent, steht in Bibel, ne? Glaube hat geholfen, hat geheilt. Okay, nimm dir das auch, habe ich zweiter Platz. Okay? Grundprinzip. Ohne das, kein Prana-Heilung von Master Chogokzui, kein Reiki, teilweise kein Schulmediziner, kein Homöopathie, nichts funktioniert. Basic. Bitte. Vertrauen in was? In das Göttliche. In das Göttliche. Punkt Nummer 0. Das über menschlich, ganz Fundament. Wir reden über Göttliche später. Die Liebe ist zum Nächsten. Ha? Liebe, das Wort Liebe ist fast vergessen und nicht erinnert. Fantastic, excellent Prinzip, auch im zweiten Platz. Was ist ab zu 100% stimmt? Komm später. Man muss es tun. Man muss tun, alle Hörer laufen gar nichts, man muss immer was tun. Okay, stimmt doch. Okay, weiter. Selbstheilung. Was bedeutet Selbstheilung? Was bedeutet das? Okay, ich erkläre. Also man schüchtern, man überlegen, was ist das, okay? Das Prinzip der Selbstheilung, was Ihnen gesagt, okay? Was bedeutet das? Der sichtbare physische Körper ist in der Lage, selbst zu heilen oder selbst zu regenerieren. Glauben Sie das? Ja. Wenn Sie glaubt, fantastisch. Wenn Sie nicht glaubt, auch fantastisch. Wissen Sie warum? Das funktioniert. Ich meine, ein paar Leute glaubt oder nicht glaubt, Wahrheit, weil man kann am Ende nicht Wahrheit. Stimmt oder nicht? Okay. Zum Beispiel, gebrochener Knochen. Gebrochener Knochen. Beste zum Beispiel. Okay. Was machen Sie? Sie gehen zu einem Knochenspezialist. Stimmt oder nicht? Was macht er oder sie? Er macht Röntgen, macht gerade, okay? Macht gerade, macht Röntgen, okay? Und macht Gips. Aber er oder sie will nicht die Knochen wachsen. Wer wächst Ihre Knochen denn? Ihre Körper selbst. Was bedeutet das? Prinzip der Selbstheilung. Dieses Prinzip haben wir fast vergessen oder nicht erinnert. Jedes Mal, unser Körper leidet oder krank ist, man muss regelmäßig zu diesem physischen Körper erinnern, das Prinzip der Selbstheilung. Zum Beispiel, normales Erkältung. Erkältung?
normal. Okay? Was machen Sie? Sie nehmen Ingwerbonbon, ein bisschen Homöopathie, ein bisschen Prana, okay, teilweise ein Tablet oder was, okay? Zum Beispiel. Wie lange dauert es? Eine Woche bis in 10 Tage, okay? Bitte Sie nehmen gar nichts. Wie lange dauert es? Eine Woche. Ganz genau ist das. Ganz genau ist das. Was bedeutet das? Prinzip der Selbstheilung. Wie gesagt, dieser Prinzip in der modernen Terminology, wir haben fast vergessen oder nicht erinnert. Der Körper immer versucht, sich selbst zu regenerieren. Immer. Und das ist die wichtige Sache, man muss regelmäßig erinnern. Zum Beispiel, jede Zelle auf unserem Körper hat eigenes Bewusstsein. Für dieses Bewusstsein, wenn sie erinnert Selbstheilung, es geht schneller. Okay, dann machen wir ganz einfach. Wenn Sie laufen, sagen Sie rechts, links? Nein, er läuft, stimmt? Wenn Sie essen, sagen Sie Ihren Magen jetzt verdauen? Nein. Manchmal ja. Okay. Es geht besser verdauen, wenn ich sage, mein lieber Magen, gut verdauen, okay? Dann ist es besser, wenn Sie erinnern die Zellen oder Memorien, okay? Ähnliches, wenn Ihr Körper leidet, wenn das Problem ist, leichter sind, okay? Wenn das Problem ist, leichter sind, Sie müssen erinnern, Ihr Körper schneller zu regenerieren, regelmäßig, es geht schneller. Sie müssen experimentieren. Sie können, nächstes Mal, wenn Ihr Körper erkältet sind, okay? Sie schreibt die Datum und erinnert den Körper, mein lieber Körper, schneller gesund werden, mehreres Mal am Tag. Ich muss weiter arbeiten. Ich meine ernst. Okay? Ich meine wirklich ernst. Sie schreibt das und schauen, wie viele Tage waren es weniger. Wenn sie einmal das klopft, zweite Mal klopft, dritte Mal klopft, trotzdem danach sie nicht klopft, selber schaut. Wenn sie regelmäßig mit dem Körper sprechen, das heißt Instructive Healing, Instructive Instruierende heilen, okay? Zu ihrem eigenen Körper. Natürlich, wenn das Problem ist schwierig, natürlich muss Prana oder anderes extra machen, der Körper schon schneller regenerieren, klar. Aber wenn das Problem ist leichter sind, man kann diese Selbstheilungskräfte nur bei Anweisung zum Körper schnell regenerieren. Gut. Erster Prinzip, was war der Prinzip? Prinzip das Selbstheilung. In allgemeiner, der physische Körper ist in der Lage, selbst zu heilen oder selbst zu regenerieren, in allgemeiner. Okay? Gut, dann kommt noch zweiter Prinzip. Ich erkläre sofort. Aber dabei, verstehen Sie mein Deutsch bis jetzt? Ja. Okay. Der zweite Prinzip. Der zweite Prinzip heißt Prinzip des Lebens, Energie, Prana. Wenn jemand kommt, wenn wir übertragen Prana auf den Klient, was passiert zu dem Klient? Es geht warm. Was passiert zu dem Klient? Er kommt Energie, was passiert? Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Korrekt Ausdruck, perfekt. Das ist das. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert, die Heilung ist beschleunigt. Die Heilung ist beschleunigt. Und jetzt kommen die ganzen Punkte. Liebe, Glaube, Vertrauen, Energie muss fließen, er muss mitmachen, Willenskraft, alles spielt eine große Rolle, wie schnell das Heilung manifestiert. Im Allgemeinen, der Heilung liegt am Klient, nicht am Heiler oder Therapeuter. Glauben Sie das? Ja. Heilung liegt am Klient. Ja. Das zu verstehen, zum Beispiel, ich kenne zwei Jungs, Zwillinge, ähnliches Problem, die haben. Die gehen zu einem Therapeut. Der Therapeut macht die gleiche Arbeit für die beiden. Eine geht schneller gesund, andere zäh. Langsam oder gar nichts, bei wenig passiert. Wo ist das Problem? Therapeut oder Klient? Klient. Okay, zum Beispiel. Wir erklären eine schöne Geschichte von Bibel, okay? Der war einmal, viele Menschen waren umbrauen Jesus Christus. Der wollte Heilung bekommen. Manche, super schnell Heilung passiert. Manche, langsam Heilung passiert. Manche, keine Heilung passiert. Wo ist das Problem? Von Jesus Christus oder Menschen? Menschen. Ich meine, das ist eine Frage zu fragen. Stimmt, wenn wir das lesen, man würde immer denken, was bedeutet das, was zeigt das überhaupt, was bedeutet. Viele Leute. Sofort Heilung, langsam Heilung, keine Heilung. Die Energie von Jesus Christus war überall da.
Aber die Aufnahmefähigkeit war unterschiedlich. Die manche haben geglaubt, genommen Energie, bang. Manche haben gezweifelt, trotzdem Heilung. Manche haben nichts geglaubt, Energie war da, keine Aufnahmefähigkeit. Finish. Interessant? Heilung liegt am Klienten. Aber das bedeutet nicht, dass Heiler können machen, was sie wollen. Ich meine, sehr, sehr ernst dabei, okay? Ich kenne die Standard von vielen, vielen interessanten Geschichten gelesen, okay? Deswegen, im Grundkurs von Prana-Heilung von Master Chao Kok Sui, wir haben Charakterbildung. Ein Thema heißt Charakterbildung. Wie muss mit selbst, mit anderen Menschen umgehen kann. Wenn du gibst nur die Techniken, man muss sehr vorsichtig sein mit den Techniken, man muss selber entwickeln, aber nicht unterfallen. Deswegen im Grundkurs selber, wir haben ein Charakterbildung-Thema, dadurch die Heiler geht sehr, sehr gut um mit selbst und mit anderen Lebewesen. Ätherische Hygiene, ätherische Moralität, verstehen Sie, okay? Muss auf die höhere Standard bei uns. Da ist die sehr höhere Priorität. Gehen wir zurück zum gebrochenen Knochen. Wie lange dauert ein gebrochener Knochen? Ungefähr. Standard. 6 Wochen, nicht Standard. Da kommt es auf einen physischen Körper. Ein jüngerer physischer Körper etwas schneller, ein älterer physischer Körper etwas langsamer. Okay? So, können Sie alle vorstellen, ihr geht zu einem Prana-Anwender, ihr geht zu Frau Krankwasser. Okay? Wie lange kann er Zeit sparen? Um 6 Wochen. Die Leute haben die Prana-Heilung im Hintergrund, bitte entspannen. Okay? Okay, wir geben die Leute erst einmal die Möglichkeit. Okay? Wie lange kann er Zeit sparen? Ihr geht zu Sigrid, okay? So. Es kommt auf den Klienten an. Ja, okay. Wie lange ungefähr? Dann kommt es auf den Klienten, das ist die richtige Antwort. Ungefähr, wie lange? 3-4 Stunden. Okay, 3-4 Stunden, immerhin, okay? Was haben gesagt? Die Hälfte super optimistisch für einen Vortrag. Verstehen Sie, Vortrag von 3-4 Stunden zu Vortrag, das ist ein großer Unterschied, ja? Ebene vom Glauben, okay? Es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Verstehen Sie? Die erste Wahrheit ist 3-4 Stunden. Die zweite Wahrheit ist bis zu 3 Wochen. Wenn Sie eine Erfahrung haben, dann Ihre Wahrheit ist total anders. Wenn Sie fragt einen Prana-Heiler hier oder Prana-Lehrer, Prana-Heiler, total andere Wahrheit. Aber wenn Sie Wahrheit das sprechen hier, viele sagen, wie bitte? Das wäre, Jesus sagt, du musst nur Wahrheit sprechen, wenn er in der Lage zu verstehen kann und verdauen kann. Nicht höhere Wahrheit sagen, sonst ist schade. Interessant? Nur kann verdauen, kann nicht mehr. 3 Wochen ist zu lang. Mama, 1 Woche. Okay? 1 Woche vielleicht ja, vielleicht nein. Stimmt? Glaubwürdigkeit ist sehr hoch, 1 Woche sparen. Aber diese 1 Woche zu sparen, was Sie haben gesagt, liegt an die? Am Klienten. Genau das. Was haben wir gesagt vorher? Glauben. Was haben wir gesagt vorher? Genau. Alle diese Punkte jetzt spielen eine große Rolle, wie schnell das Heilung manifestierte. Heilung liegt am Klient, nicht am Heiler. Ich habe 2-3 Mal wiederholt jetzt, stimmt? Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss insbesondere, wenn Sie Prana Heilung gehen vom Master Chao Kok Sui, man muss mehr offen sein. Warum? Non-Touch-Therapie, verstehen Sie, okay? Man berührt nicht das physische Körper. Man arbeitet nach den Energien, so mehr offen sein, das besser zu fließen. Gut, sind Sie interessiert, alle Ihre eigene Lebensenergie zu fühlen? Ja. Ja? Sind Sie sicher? Gut, dann macht man ein kurzes Experiment, okay? Okay, machen wir Hände so. Okay, aufpassen, nachfahren, okay? Machen wir eine Schulter ein bisschen. Ein bisschen. Okay, machen wir Hände so. Ein bisschen ausschütteln. Machen wir Hände so. Was machen Sie eigentlich? Sie bewegt Ihre Finger, stimmt? Gut, ausschütteln. Okay, versuchen Ihre Zunge auf dem Gaumen berühren, okay? Zunge auf dem, einfach oben so.
Machen Sie ein so kurz drücken, Mitte die Handfläche und Ihre Fingerspitzen. Hier ist die Handchakra. Hier sind die Fingerchakren, glaube ich, alle kennen die Chakren. Okay, so. Hier auch die gleiche. Hände und die Finger. Gut, Zunge auf dem Gaumen. Ihre Hände so, aufpassen Nachbarn, okay? 2 Zentimeter auseinander so. Einfach konzentrieren Sie Mitte Ihre Handflächen. Tiefe einatmen. Kurz anhalten. Ausatmen. Anhalten. Wiederholen Sie diese Atmen und konzentrieren Sie in zwischen Ihre Handflächen. Gut, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön. Können Sie bitte Ihren, was Sie haben gefühlt, mit den Nachbarn rechts und links kurz Erfahrung austauschen? Egal, was Sie haben gefühlt, einfach. Was Sie überhaupt gemerkt? Ich bin auch neugierig, was Sie haben alles gefühlt, okay? Dazu ich habe ein paar allgemeine Fragen. Wie viel von euch leichtes Wärme oder allgemeine Wärme wird gefühlt inzwischen Ihre Handfläche? Wow, so viele Menschen. Wow, sind Sie sicher? Wissen Sie, warum ich sage, das erkläre ich gleich. Ich bin jedes Mal überrascht, jedes Mal so viele Leute Hände aufmacht. Okay. Okay. Kennen Sie wie Magnet, Magnet, Magnet? Ja. Wie viele Leute wie ziehen wie Magnete? Gut, sehr gut. Leichte Kribbeln, Kribbeln, Kribbeln. Okay, gut, 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 gut. Nächste Frage. Wer hat, eigentlich ehrlicher, wer hat gar nichts gefühlt? Man muss super ehrlich sein, okay? Okay, so very good, very good, very good. Wissen Sie warum? Eine Sache in Prana Heilung ist sicher. Man ist ehrlich. Man lernt Ehrlichkeit, ist super hochspert. Ehrlich mit selbst, ehrlich mit dem Klient. Wenn Sie nicht jemanden in der Lage zu helfen, bitte sofort zu der Mediziner oder eine zertifizierte Prana-Heiler schicken. Keiner Fanatismus. Das ist so gründlich bei uns. Fanatismus existiert nicht bei uns. Ehrlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Man fühlt oder man fühlt nicht. Und dann in Prana-Heiler gibt es nur 2. Ja oder nein. Vielleicht gibt es nicht bei uns. Verstehen Sie? Ja oder nein. Man fühlt oder man fühlt nicht. Eine von den beiden. Gibt ein bisschen nicht, ein bisschen abgefüllt. So, erst einmal, ich war ähnliches wie Sie in einem Vortrag von meinem Lehrer Grandmaster Chow. So, 16 Jahre vorher. Ich sitze ganz, ganz hinten und viele, viele Leute. Und alle erzählen bla 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 bla. Und ich sitze da und mein Lehrer Grandmaster kommt direkt vor mich. Ich sitze ganz hinten und laufe mit den Leuten da. Guckt mich an und sagt, junger Mann, hast du was gefühlt? Young man, do you feel something? Master, nothing is happening. Verstehen Sie, gar nichts passiert inzwischen meinen Händen, okay? Er geht wieder weg und später nach einer Übung und dann, ich habe einen guten Nachbarn, oder meine Frau war da, sie hat erzählt zu mir, was sie fühlt, so und so, aha, aha, habe ich gedacht. Und dann wieder, wir haben andere Übungen gemacht und dann wieder Master Chokok sieht direkt vor mich und fragt mich, junger Mann, do you feel something? Young man, do you feel something? Ich sage zum Meister, Meister, something is happening. Something is happening. In between my hands, but I don't know what it is. Ich sage, ehrlich, ich habe etwas passiert inzwischen meinen Händen, aber ich weiß nicht, was das ist. Er sagt, langsam gehst du besser. Also ich war Schul-Yoga-Lehrer, ich habe Yoga-Schule, ich habe gedacht, ich kenne etwas über Energie. Gerade festgestellt, ich bin absolut Neuling hier. Weil Prana Heilung ist total andere Dimensionen. Total andere Dimensionen. Wenn Leute denken, ah, ich habe so viel gemacht, warum ich einen Grundkurs machen? Wir sagen,
Grundkurs. Leute rufen, ich bin so und so, so und so, so und so, Grundkurs. Ich habe so viele Jahre Erfahrung gehabt, Grundkurs. Total andere Dimension, erkläre ich, total andere Chapter. So, der ätherische Ebene ist so hoch, hoher Standard gibt in Prana Heilung, im Grundkurs. Also, schön ist im Grundkurs, das ist sehr schön, danach nur andere Techniken vermitteln wir. Deswegen, ich wundere mich jedes Mal, wenn Leute hochheben, dass sofort Leute können fühlen. Aber wenn sie fühlt, sehr gut, wenn nicht fühlt, auch sehr gut. Das kommt mit Zeit. Niemand kann mit Willenskraft was fühlen. Verstehen Sie, okay? Der Kopf kann nicht fühlen. Der muss loslassen. Kopf muss frei haben zu fühlen. Okay? Denn man kann fühlen besser. Okay, wir machen nachher ein Experiment, okay? Machen Sie halt so. Shake, shake, shake. Machen Sie Hände so oben. Okay. Haben Sie was gefühlt? Ja. Alles in Ordnung. Wenn Sie das nicht gefühlt, ja, Herr Doktor, sofort. Ich meine ernst. Okay? Wenn Sie das nicht gefühlt, kein Problem. Kommt später. Wenn nicht, kommt auch, ist nicht so schlimm. Okay? Ich meine, in Prana-Heilung, du musst nicht unbedingt fühlen. Ohne fühlen auch, nach dem Seminar, Sie lernt Step 1, Step 2, Step 3. Verstehen Sie? Der Buch, Sie laufen im Buch, steht Step 1, Step 2, Step 3. Ganz genau, folgende Anweisung kriegen Sie gut Erfolg. So ist das Plan Heilung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? Gut. Dann kommt die Frage, was ist das Besondere in das Fühlen, ohne zu berühren? Weil wir sind in der heilpraktischen Schule, ich mache etwas Shortcut, okay? Wir erwarten, dass die viele haben die Hintergründe. Ein bisschen, okay? Okay. Wir alle wissen, wir haben physische Körper und wir haben das Energiekörper, der Wort heißt Aura. Stimmt, alle kennen Aura. Wenn ich habe angefangen zu erklären über Prana Heilung, in den 90ern war es schwierig, über Aura zu erklären. Okay. Mittlerweile viele Zeitungen schreiben über Aura, Gedankenformen, das und das und das. Es gibt viele Auren, Schichten, aber eine Aura reicht für den Vortrag, okay? Ja, man kann ganze Tag über Auren erklären, okay? Diese Schicht, bla 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 bla. So Energiekörper, okay? Erstmal, so ist die Krankheit manifestiert auf dem Energiekörper, danach manifestiert auf die sichtbare physische Körper. Glauben Sie das? Erstmal Energiekörper, danach physische Körper? Okay. So mal, ganz einfach, praktikal sehen. Ein paar Tage vorher Fieber kriegen oder Flu, der Körper fühlt schwach und schlapp. Stimmt? Ja. Man fühlt das. Der Körper ist sensibel, okay? Fühlt das. Man nimmt ein Thermometer, right? Rein und raus. Sie haben kein Fieber. Sie haben kein Fieber. Aber der Körper fühlt schwach und schlapp. Der Körper fühlt. Ein paar Tage später, wieder rein und raus. Sie haben Fieber. Verstehen Sie, was ich versuche zu erklären, okay? Small things make big difference, okay? But was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Sie selber fühlt, ist nicht messbar. Warum ist ein Energiekörper manifestiert nach nicht körperlich? Und was ist nach nicht körperlich manifestiert? Leider nur momentan ist nicht messbar. Nur momentan, offiziell, nicht messbar. Okay? So. Haben Sie verstanden, was ich versuche zu erklären? Okay, Kleinigkeit, schmeiß mal weg, okay? Jetzt kommen zu anderen Ebenen. Ich kenne vom Klientel. Manche fühlen unangenehm auf manche Körperteile. Unangenehm. Die fühlen unangenehm auf Körperteile. Die gehen zu untersuchen lassen. Hightech-Untersuchung, wir alle kennen das, okay? So. Das ist fantastisch, ich finde es exzellent, ich finde. Alles untersucht, alles getestet, die Maschine druckt endgültig und kommt endlich, verstehen Sie, okay? Dass alles in Ordnung ist. Das stimmt auch. Alles ist in Ordnung. Der Patient glaubt das und das ist die Wahrheit, das stimmt, was alles gemessen, alles getestet und alles gar nichts gefunden, ist alles okay. Der Patient geht zu Hause. Ein paar Monate später, der Klient fühlt wirklich nicht wohl. Und wieder untersuchen lassen. Vom Null anfängt, wieder vom Null, alles untersucht,
Dieses Mal die gleiche Maschine, Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, drückt total was anderes. Und plötzlich festgestellt, ah, Sie haben sowieso ein Problem. Meine Frage hier ist, wenn der Klient mehrere Monate schon gesagt, mir geht es mir nicht gut auf diesem Körperteil, warum wir sind nicht in der Lage, das zu feststellen? Weil das ist noch nicht körperlich manifestiert, das ist auf dem Energiekörper manifestiert, die Körper ist sensibel, man fühlt das, aber die Maschine kann nicht messen. Ist klar? Okay. Und das ist das Vorteil in Prana Heilung von Master Chokoksui. Die Fühle, man lernt selber im Grundkurs, wie man verschiedene Auren fühlen kann und betroffene Stellen und Chakren, Energiezentrum, okay, zu fühlen kann. Okay. Das ist keine Diagnose, by the way. Das ist keine Diagnose. Der Klient, er lernt selber zu fühlen und selbst zu behandeln. Und der Therapeut lernt auch zu fühlen, selbst zu interpretieren, wie ich ihm besser helfen, aber nicht den Klienten zu erklären. Verstehen Sie, okay? Das kann er besser integrieren können in die Methoden. Und das ist das Vorteil in das Gefühl, wenn wir hier fühlen. Okay? Man lernt in den höheren Ebenen Seminar, wir müssen fühlen verschiedenen Ebenen. Gut, jetzt kommt, wie funktioniert Prana Heilung von Master Chokoksui? By the way, haben Sie gehört, jedes Mal, ich rede über Prana Heilung, ich sage nach Master Chokoksui, stimmt? Haben Sie beobachtet das? Weil mittlerweile gibt es Prana Heilungen, okay? Wir machen ein paar Seminare bei uns, machen eigene Prana Heilung. Deswegen wir sind sehr, sehr vorsichtig mit unserer Arbeiter. Okay? So wie funktioniert Prana Heilung von Master Chokoksui? Very simple. Unser Körper braucht Nahrung, Luft, Wasser, stimmt? Brauchen wir zu leben, ja oder nicht? Okay. Können Sie vorstellen, Sie haben keine Nahrung. Wir haben keine Nahrung für die nächsten 30 Tagen. Der Körper lebt? Lebt, ja, aber nicht so stark. Es ist schwach, aber lebt. Okay. Der Körper ist teilweise total behindert, okay? Trotzdem der Körper lebt, stimmt? Okay? Der Gehirn spinnt ein bisschen, lalala, okay? Trotzdem der Körper lebt, stimmt oder nein? Ich meine, okay? Man liegt im Koma, immer noch Körper lebt. Ja oder nein? Ein paar Minuten, das Prana fehlt, verstehen Sie, okay? Der Körper stirbt, stimmt? Das Prinzip, die gleiche Prana ein Leben halten kann, mit der gleichen Prana jemanden gesund machen oder Selbstheilung machen kann, ist es möglich. Du musst nur wissen, wie das geht. Das Prinzip des Einatmen, das Prinzip des Ausatmen. Einatmen, frische Lebensenergie nehmen, ausatmen, verbrauchte Energie raus. Stimmt oder nicht? Ähnliches machen wir hier. Erst einmal, so heißt die kranke Energie oder Blockade oder schmutzige Energie, so viele verschiedene Formate, verstehen Sie, okay? Okay. Erst einmal, wir versuchen das so rausnehmen. Versuchen, verstehen Sie, okay? Der Wort versucht ist sehr realistisch. Okay. Rausnehmen, danach, wenn möglich, frische Lebensenergie geben. Ist einfach zu verstehen. Erst einmal kranke Energie raus, wenn möglich, okay? Danach frische Lebensenergie geben. In allgemeine, Kleinigkeiten, nur durch das Reinigung oder Rausnehmen die schmutzige Energie oder Blockaden, der Klient fühlt fantastisch. Der Klient ist sofort besser, verbessert. Warum? Weil wir gehen zurück zu Anfang des Vortrags. Was war das erste Prinzip? Prinzip der Selbstheilung, stimmt? Genau. Im Allgemeinen, der sichtbare physische Körper hat genug Energie. Okay? Hat genug Energie. Aber eigene Energie fließt nicht richtig. Warum? Zum Beispiel, schauen Sie bitte her. Wir haben viele Kanäle, okay? Energiekanäle, okay? Eigene Energie fließt nicht richtig. Warum? Viele Blockaden. Warum Blockaden? Selber schuld. Ich meine, ernsthaft, mein Problem, ich muss selber lösen das. Ich kann nicht niemand verantwortlich geben zu meinem Problem. Verstehen Sie? Das ist sehr schwierig zu ja sagen. Warum? Wenn ich aber Probleme habe mit dem, dann ist mein Problem, niemands Problem. Ich muss selbst lösen das Problem.
Niemand kann helfen, jemand kann Weg zeigen, aber lösen muss selber. Ich meine, ich sage von unserer Prana-Schule, before you show your finger to somebody, better show your finger to me or to yourself. Verstehen Sie? Vorher ihr Finger andere Leute zeigen, zeige mal Finger an dich selber, denn du will nie mehr Finger zeigen andere. Lieber so, okay? Das wäre die Charakterbildung kommt bei uns. Viele Charakterbildung. Okay, viele Blockaden, okay? So, wenn wir die Blockade rausnehmen, eigene Energie, anfangen zu fließen, besser. Und die Energie fließt die betroffene Stelle, die Klärung viel besser. Der einfach zu verstehen ist, wir haben Dusche zu Hause, der Dusche ist verstopft, Verstoff raus, Wasser fließt. Verstoff rausnehmen, Wasser fließt. Stimmt oder nein? Ja. Ähnliches. Ähnliches. Okay? Kanale, Blockade, Blockade raus, eigene Energie fließt besser. Das ist besonders dabei. Wie macht man Reinigung? Kennen Sie Kehren, Kehren, Kehren? Fegen, Kehren, Fegen, Fegen? Come on, Germany, everything's sauber, okay? So, das ist wirklich, ich war total begeistert, das erste Mal gekommen, ja? Und by the way, das erste Mal, meine Landung war in Stuttgart. Ich war in Schimmeiche, meine Frau kommt, Böblingen, Schimmeiche. Ja. Da habe ich die Straße gegangen, die Parkung, da habe ich gesehen, die haben geparkt, so gut. War ich total begeistert, wie die Parkung. Step by step, everything is so perfect. Okay. Hats off, habe ich gesagt. Anyway, man gibt den Respekt, wenn sie andere Seite schaut, okay? Sonst nicht. Verstehen Sie? Man respektiert, wie dankbar sein man muss leben hier kann. Tausendmal muss dankbar sein, mehr als tausendmal muss dankbar sein. Jeden Tag muss dankbar sein, überhaupt man kann so gutes Leben haben kann. Dankbarkeit hilft zur Glückseligkeit. Meckern geht zur Traurigkeit. Very simple. Life is beautiful, fantastic life. Liegt on mission selbst. Niemand kann das ändern, okay? Wo waren wir? Kehren. So, wir machen Kehren ungefähr so. Schauen Sie, okay? Okay, wir machen mit alle, okay? Okay. Machen Sie einen so. One, two, three, four, five und 10. Glauben Sie, diese Kehren funktioniert? Glauben Sie, diese Kehren funktioniert? Erst einmal, ich bin auch ähnlich, wir sitzen ganz hinten und sagen, aha. Bei 16 Jahren mache ich weiter. Verstehen Sie? 16 Jahre mache ich weiter, unsere Bücher sind eine von den Bestsellers, okay? So, anyway, das ist immer interessant mit Prana-Heilung. Die gleiche Kehren ist nicht nur in Prana-Heilung, er hat tausenden, tausenden, tausenden Jahren existiert, in alle Traditionen vor Religion schon. Religion ist jung, verstehen Sie, okay? Vorher Menschen waren vorher schon drin, so, die haben das praktiziert. Das zu verstehen, gehen wir zu Amerika zum Beispiel. Die Indianen. Indianen? Indianer. Wenn Sie einen heiligen Schaman schaut, er macht die ganz genau die gleiche Kehren. Er nimmt seine Atlasfeder, er betet ist selbstverständlich für den. Und dann mit der Atlasfeder, er macht von oben nach unten so. Er kehrt auf die Körper oder auf die betroffene Stelle mehreres Mal. Und schüttelt unten. Er nimmt die schmutzige Energie raus und schüttelt unten. Wissen Sie, was ist unten? Ein Topf mit Tabakrauch. Tabak ist eine heilige Pflanze. Dieser Rauch hat die Fähigkeit, diese unsichtbare schmutzige Energie zu verbrennen. Clear? Verstehen Sie, okay? Warum? Diese unsichtbare schmutzige Energie ist übertragbar. Bitte, just remind me dafür, okay? Gut zu erklären, unsichtbar. Okay, gehen wir von Amerika zum Australien. Wo sind die Ursprünge in Australien? Danke, schweres Wort. Kommt was Besonderes raus, wenn ich sage das. Okay? Lieber nicht. Die heilige Buschmann, okay? Ich meine, für mich wirklich, die sind heilig. Wissen Sie warum?
wirklich, mein herzlich, wissen wir, okay, der the life is beautiful, wenn sie schaut, ist fantastisch, ja, habe ich gesehen, die machen ganz genau die gleiche Kehren, aber nicht mit Atlasfeder, er betet, wie gesagt, beten ist selbstverständlich, okay, mit Gebet, er reinigt mehreres Mal auf den Körper oder betroffene Stelle und schüttelt unten, wissen Sie, was ist unten? Richtiger Feuer. Plus 45 Grad im Schatten, trotzdem Feuer. Okay? Er schüttelt die Energie in die Feuer. Wenn du fragst, dieser heilige Buschmann oder die heilige Schaman, kannst du bitte erklären mich, was du hast gemacht? Nur, warum? In der Tradition, wenn du vom Opa oder Papa gekriegt, der Wort warum existiert nicht, ist einfach gemacht, fertig ab. Ich meine, das ist so. Du kannst in der Tradition, du kannst, warum geht nicht? Es ist mein Opa gemacht, mein Großvater gemacht, ich mache einfach so. Okay? Das ist ja gut mit Grandmaster Chao Tsui. Alles Step by Step erklärt, ganz genau wie das geht. Okay, vom Australien gehen wir zu Arabien. Haben Sie gehört über Sufi? Ja. Okay. Die Sufi-Mönche, machen ähnliches Kehren, ähnliches. Nicht mit Ast, nicht mit Atlasfeder. Was machen sie denn? Tanzen. Die nehmen, na? Tanzen. Die machen auch Tanzen, okay? Das ist auch ein Weg für Heilung, okay? Aber die haben Frauenfeder, viele Frauenfeder zusammen, okay? Gebunden. Okay, und den Beten mit Gebet der Reinigen von oben nach unten, okay? Mehres Mal. Und schüttelt unten. Wissen Sie, was ist unten? Feuer. Ja. Sie müssen alle wissen eigentlich. Eigentlich, das Wort eigentlich. Weihrauch. Genau das, exzellent. Weihrauch. Und die schmutzige Energie ist verbrannt oder kaputt gemacht, okay? Sie muss verstehen, wo die Weihrauch kommt überhaupt, okay? So, alle machen die ähnliches Kehren. Was macht der Prana-Heiler? Er nimmt die Hand, macht so, was sie haben gemacht. Verstehen Sie, okay? So macht. Wo schüttelt er überhaupt? Nein, natürlich unten. Okay, er nimmt einen Becher mit Wasser und Salz. Wasser hat die Fähigkeit, Energie zu ziehen. Vielleicht in 6. oder 7. Klasse haben sie studiert. Water draws energy, okay? Und dazu ein bisschen Salz. Salz neutralisiert die Energie. Salzwasser. Keine Wunder, viele Kurorte auf der Nord- und Ostsee. Stimmt? Ja. Warum? Salzluft, okay? Reinigt. Okay. So haben wir auch schon vorbereitet dieser Salzwasser dort, okay? Okay, gehen wir jetzt erstmal zu unsichtbare schmutzige Energie übertragbar. Ist die unsichtbare schmutzige Energie übertragbar? Ja. Ja. Sind Sie sicher? Okay, haben Sie verstanden meine Frage? Meine Frage ist, die unsichtbare schmutzige Energie ist übertragbar oder nein? Zum Beispiel, kennen Sie eine Massagetherapie? Ja. Massage. Okay. Warum Massagetherapeuten nach ein paar Jahren später haben Gelenkschmerzen? 80% Massagetherapeuten haben Gelenkschmerzen. Alles ist sauber. Die Praxis ist sauber, alles ist sauber. Okay? Warum? Mediziner, tut mir leid, nicht persönlich nehmen, habe ich gesagt, stimmt? Habe ich gesagt, oder? Okay, Krankenschwestern haben teilweise leidende Symptome von der Klientel, zum Beispiel Hautaufschläge, zum Beispiel Alkohol, okay? Weiter und weiter, Statistics, okay? Warum Schullehrer haben Burnout-Syndrom? Burnout? Riesenthema in Deutschland, ne? Burnout. Mach mal Grundkurs. Ich meine, Hamster, was ist? Power-packed Seminar, ich erkläre euch, okay? So, Psychologen, ganz, ganz liebe Leute, so viele Leute helfen, Geduld helfen, ein paar Jahre später leiden die Symptome von der Klientel. Nette Leute alle, warum? Alles ist sauber, alles ist draußen super nett und super cleaner. Haben Sie diesmal Desinfektion in Flaschen? Stimmt oder nein? Das Problem ist hier, es gibt nicht das Problem, Unweisheit ist, ihr weiß das einfach so. Bis jetzt Menschen
haben konzentriert nur eine Seite auf die Munse, das ist die körperliche Seite. So viel Aufmerksamkeit gegeben auf die physische Körper und wenig oder kaum Aufmerksamkeit gegeben auf den Energiekörper. Und das geht langsam bewusst auf die Menschen, Stück für Stück mehr und mehr. Der gibt auch Energie. Ich muss auch Energievorsicht umgehen. Nicht nur körperlich, nicht nur material. Energie gibt auch was. Da muss ich mehr Aufmerksamkeit geben. Der Wort Stress, Energie. Alle kennen Stress, Energie. Sie sind ganz ruhig zu Hause gegangen, Sie sitzen im Büro, Sie sind auch gestresst. Sie sind kontaminiert von Stress, Energie. Ja oder nein? Sie fahren Autobahn. Autobahn ist eine gute Prüfung. Sie sind auch gestresst. Verstehen Sie, okay? Es ist Energie, das ist kontaminierender. Das kann nicht sagen, nein, tut mir leid, das stimmt nicht. Das ist die brutale Wahrheit. Verstehen Sie, das, wenn Sie sagen, stimmt nicht, ist Ignoranz, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, Energie ist kontaminierender. Es kann positiv sein oder negativ sein. Manchmal, Sie treffen Menschen, Sie sind glücklich, strahlen glückliche Energie, Sie sind auch glücklich. Das kannst du nicht sagen, dass Energie ist. Energie ist Energie. So mehr auf die Energie, die gleiche physische Körperaufmerksamkeit gegeben, man muss die gleiche Aufmerksamkeit auf die Energie auch geben, die beide Seiten auf dem Mund sind. Denn es ist sehr, sehr gut. Aufmerksamkeit auf den physischen Körper, Aufmerksamkeit auf die Energiekörper, beide Seiten wahrnehmen. Gut. Glauben Sie, das funktioniert? Ha? Sagt er, ja, die Optimistik, okay. So, Sie haben, okay. Anyway, wie wollt ihr das zeigen, wie das geht? Okay. Unser Lieblingsthema ist Schuldraum-Syndrom. Schuldraum-Syndrom. Jemand mit Schulterproblem hier? Waren die Leute schon nach Nicht-Prana-Heilung gemacht? Keine Grundkurs bis jetzt oder keine Sitzung gekriegt. Okay, 1, 2, 3, Sie auch keine auch gemacht, ja, mit Pullover. Okay, 4, okay. Wie heißen Sie? Heidi. Heidi, wer ist im Schulter? Nein, ich mache Schulter. Kann sie hoch machen? Schmerzen? Hm. Nicht mehr hoch? Schmerzen. Wie lange ist das Problem? Kannst du runter machen? Bestimmt schon 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Okay, kein Unfall, gar nichts. Haben Schmerzen? Okay. 20 Jahre, long time, ha? Huh? Ist einfach so, Schulterraum ist einfach so. Okay? Glauben Sie, es funktioniert? Ja. Wie können Sie so Ja sagen? Optimismus, ja. Na, danke, danke. Okay, das ist Optimismus. Weil es schon schlimmer war, ist es besser geworden. Okay. Vom Pranahalim, vom Master Chavoksui. Wir sind nicht interessiert auf die Symptome, wir sind interessiert auf die Schlüssel, auf die Ursache. Okay? Und das ist der Vorteil in das Fühlen. So, glauben Sie, dass es etwas besser geht jetzt, wenn wir was machen? Schauen wir mal. Okay, Heidi, right? Heidi, right? Heidi, right? Heidi, Heidi, right? Ja. Yeah. Okay, bitte, bitte, komm hier, Heidi, okay? It's okay, Mama. Okay, ich mag eigentlich gar nichts hier, okay? Wissen Sie warum? Wieder eine Nebenwirkung dazu. Wenn ich mache das ist die typisch, was ich habe gefunden, wenn ich mache das und viele von sagen, hey, ist in der, wir können das machen. Verstehen Sie? Das ist irgendwo, das blockiert da, sehen Sie da. Die spielt keine Rolle, bist du Inder, bist du Australier oder bist du Deutsche, alle sind Kinder von Gott, Gott existiert in jeder Lebewesen, okay? Man muss nur glauben an selbst, das wichtig ist das. Dass wir von dieser Zeit, habe ich erfahren, festgestellt in vielen Vorträgen, ich kann das machen, okay? Denn von diesem Tag habe ich aufgehört zu zeigen. Ich rufe ein paar Leute hier, das Prana gemacht und wir machen das. Verstehen Sie das mal, okay? Jeder kann Prana machen, Selbstheilung selber kann machen, in ihrer Familie kann sie integrieren, wenn sie einen Schein haben, kann sie in Praxis integrieren. Okay? Jeder. Du nur musst wollen zu tun, sonst nicht. Und Prana-Heilung, wie Grandmaster Chogok immer sagt, Prana-Killing is not for lazy people. Prana-Heilung ist nicht für faule Leute, okay? Prana-Heilung ist Dynamismus, okay? Pure Dynamik. Okay, hier. Jemand Grundkurs gemacht hier? Grundkurs?
Okay, haben Sie schon Grundkurs gemacht? Schon lange. Macht nichts, kommen Sie hier bitte. Okay, Jacke rausnehmen. Okay, Okay, hier bitte, schau mal. Wir haben zwei Leute haben es geholt, Heidi für dich. Ist okay? Ja. Schöne Wissen hier, schöne Wissen da. Okay, what's your name? Elke und Gisela, bleib mal ein bisschen Seite so, bleib mal da. Erst einmal, ich muss schauen, wo ist die Schlüssel überhaupt? Schlüssel? Mhm. Ja. Wo ist das Problem? Okay? Ah, Heidi, right? Ja. Heidi, can you turn like this? You can so drehen zu den anderen Leuten. Nein, andersrum. Okay. Wir machen mal zusammen. Wenn Schmerzen kommt, offens hochheben, okay? Schon Schmerzen? Ja? Kannst du hochheben? Ja, aber Schmerzen. Okay. Okay, nicht mehr. Ist okay, entspannen. Okay, andere Seite, ist okay? Andere? Oh ja. Nicht mehr? Okay. Okay, kannst du zu mir schauen? Ich will schauen. Umdrehen bitte. Einfach schauen Sie da. Okay. Schönes Lächeln da geben. Bleiben Sie hier. Okay. Ja, bleiben Sie. Max Lex, kann ich bitte. Okay, hier. Kann Sie hier bitte? Okay, zu mir schauen. Sie stehen hier. Was ist Ihr Wort? Elke. Okay. Backslap. Können Sie hier rein, bitte. Ja. Okay, der Reiniger, schönes Lächeln hier geben, bitte. Elke, da ein schönes Lächeln. Okay, das klingt ja. Okay, der Reiniger nennen wir in die Mitte, okay? Okay. Okay, was wir machen ist, der Reiniger nennen wir in die Mitte, okay? Heidi, schönes Lächeln. Wissen Sie, warum schönes Lächeln? Energie fließt besser. Als Kind, ich habe viele Lehrer gehabt, der hat immer gesagt, sei, du musst lächeln lernen. Also ja. Als Junge mit 16, 17, wissen Sie, okay. Und ich habe meinen Lehrer kennengelernt, Grandmaster, er hat gesagt, sei, smile. Habe ich gelacht. Elke, du hast gesagt, lange hast du nicht. Wenn wir zurückgehen, musst du nach. Weiter zurück, und jetzt kannst du reingehen. Einfach so. 1, 2, 3, ziehen, raus. So ist das. Richtig raus. Hari Om. Heidi smiling. Na? Okay. Okay, gut so. Gut so. Heidi, look at me, smile. Machen Sie Hände so. Schönes Lächeln. Keine Angst, okay? Okay, Sie laufen zu die Dame mit Rot. Okay, beide, rosa und rot. Einfach laufen da. Einfach Hallo sagen. Okay, wieder kommen Sie hier zurück. Okay. Okay, Heidi. Heidi lacht immer noch, das freut mich. Okay, wir machen zusammen, okay?
Gibt der Unterschied? Kannst du was merken? Geht hoch. Geht hoch, ja? Interessant, oder? Ja. Oh, Wunder. Keine Wunder. Arbeit. Es ist keine Arbeit. Es ist keine Heilung, es ist eine Linderung. Wenn Heilung zu manifestieren, Heilung zu manifestieren, sie braucht mehrere Sitzungen. Verstehen Sie, okay? Die Frage ist, kritisch gesehen, so schnell, so effektiver. Gehen wir zurück zu dem Anfang des Vortrags. Habe ich gesagt, nur durch das Kleinigkeit rausnehmen, eigene Energie anfangen zu fließen besser. Stimmt? Erinnern Sie das? Okay? Gleich passiert hier. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur einen kleinen Teil in die Hauptkanalen freigeschaltet. Verstehen Sie? Das heißt, genau, Kleinigkeit nicht ganz, geht nicht ganz, okay? Braucht Zeit. Okay? Und eigene Energie anfangen zu wissen, dass sie fühlt warm, okay? Energie heiß. Bis unter. Heiß. Deine eigene Energie, lieber Heidi, blockieren. Okay? Verstehen Sie? Langer Block, rausnehmen, Energie, verstehen Sie, okay? Fließt. So, wenn du Block rausnimmst, du musst nur wissen, wo ist der Block, okay? That's it. So, aber wie gesagt, es ist keine Heilung, bitte. Haben Sie gut gehört, ja? Es ist just eine Kleinigkeit raus, eigene Energie anfangen zu besser fließen, der Klient fühlt besser dabei. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie gründliche Sitzungen, ein paar Sitzungen kriegen, was passiert da? 20 years, right? 20 years, ne? 20 Jahre, okay? Und gut ist, in Prana-Heilung, wir können selber machen. Egal wo Sie gehst, du hast gar nichts, deine eigenen Hände. Du kannst selbst alles auf dich anwenden, direkt. Okay, anyway, danke hier sagen, danke da sagen. Danke da sagen, okay? Okay, ein Applaus an Heidi, okay. Okay, wer hat gemeldet nach dem? Sie haben auch gemeldet. Schulter. Glauben Sie, es funktioniert? Ja. Aber sie war immer optimistisch angefangen, schön, sie war sehr, sehr korrekt Wahrnehmung gemacht, okay? Weil wir beobachten. Wer ist im Schulter? Auch linke Schulter oder rechte Schulter? Kann sie hochheben? Ich kann sie hochheben. Aber Schmerzen? Ja. Schmerzen. Wie lange? Es ist mal besser und mal weniger besser. Es geht besser, kommt wieder, geht weg, kommt also es wieder. Ist jetzt seit 2 Jahren. 2 Jahre. Mhm. Man ignoriert, es wieso geht weg und dann kommt wieder, es wieso geht weg, irgendwann klemmt, geht nicht mehr weg. Das ist normale Symptom, wir alle kennen das, kennen Sie alle, okay? Sie kennen das, es geht weg, verstehen Sie? Es geht weg, klar, wenn Sie entspannt sind, geht weg, wenn Sie am Stress sind, tschak. Und das jedes Jahr geht 1-2 Tage länger. Haben Sie verstanden? Jedes Jahr kommt, aber bleibt ein paar Tage länger. Und irgendwann, ein paar Wochen länger. Irgendwann liebt euch. Wollt ihr nicht mehr weg. Es ist so. Wir ignorieren Dinge, es geht nicht mehr weg. Okay? Und interessant ist, Verschultraum-Syndrom, wenn du fragst, normale wissenschaftliche Ebenen, ist sehr, sehr eingeschränkt. Verschultraum-Syndrom, okay? Weil viele hier sind Therapeuten, oder mit Energie zu tun, oder offiziell Mediziner hier sind, ich erkläre euch. Es gibt Chakren, stimmt? Chakren? Energiezentrumen. Wir haben 7 Hauptchakren, alle kennen das Standard vom Master, stimmt? In Prana-Heilung vom Master Chakok Sui, wir haben 11 Hauptchakren. Ich habe gerade gesehen, eine Frau hat ein Buch geschrieben über 11 Hauptchakren, merkwürdigerweise. Lässt er ein paar Jahre vorher, okay? Grandmaster Chakok Sui über 11 Hauptchakren, und in Aksik in dem Buch rausgenommen. Okay. Und dann bei über 11 Chakren, wenn Sie ganz genau Bibel studiert, wenn Sie verstehen, was steht über Bibel, etwas steht in einem Satz, der gibt eine Stadt mit 11 Türen. Das Stadt symbolisiert dieser physische Körper, die Türe symbolisiert die Chakren. Okay. So ist es nicht Neues, okay? Zum Beispiel, wie das funktioniert hier, Schulter. Schulterproblem. Hier unter die Schulter, Achsel, hier gibt es ein ganz kleines Chakra, heißt Achselnebenchakra.
Dieses Chakra ist verstaut. Wie ist verstaut? Alle kennen Staus, oder? Ja. Deutschland, wir kennen das Staus. Okay. Ich meine, es ist üblich, Staus zu erklären, okay? So, wenn das ist gestaut, jumped, keine Energie mehr da, keine Energie raus, keine Energie raus. Kannst du alles versuchen, wenn das frei geht, freischaltet, der Schulter geht nicht besser. Wenn das ist nicht frei, egal was du machst, geht ein bisschen besser, wieder bleibt so. Da ist der Jam. Da musst du rausnehmen. Okay? Und da ist zuständig für Schulter. Und dann in die 11 Hauptchakren, sieht man auch die Funktion von den Chakren. Natürlich steht im Buch klar. Okay? Man muss gründlich studieren, nicht nur vom Buch, man muss weiß, zum Beispiel, welches Chakra ist zuständig für Knochensystem. Welches Chakra ist zuständig für emotionales System. Welches Chakra ist zuständig für ihr Stressenergie. Weiter und weiter. Gründlich lernen. Wenn sie gründlich gelernt, sie weiß Bescheid. Aha, Arbeitsplatz, ich kann selber Stress rausnehmen. Ist das möglich? Direkt am Arbeitsplatz kann Selbstheilung üben gegen Stress. Die haben wenig Stress, die können besser arbeiten. Ja oder nein? Mit Stress können sie arbeiten, danach sind sie pleite. Ja oder nein? Danach ist es kaputt. Die gleiche 10 Minuten Selbstheilung üben, können sie viel mehr vertragen können, und sie arbeiten, sie sind immer noch besser. Die 10 Minuten, als irgendwo quatschen, macht Selbstheilung. Und hilft sehr, sehr viel. Ja. So, man muss ganz genau studieren. Und dann kommt, habe ich gesagt, eine Aura reicht, stimmt, für den Vortrag. Okay? Wir haben verschiedene Auren. So jede Aura ist zuständig für was. So man muss auch lernen zu fühlen, wie ist ein ebenes Problem, bla 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 bla. Okay? Dann man kann sehr, sehr gut integrieren, da zusammen in täglich leben. Wo können wir überhaupt Prana-Heilung anwenden? Überhaupt Prana-Heilung vom Master Chakra-Boxi. Wo können wir anwenden? Bei Kindern funktioniert fantastisch. Warum? Weil die noch offen sind. Genau, das ist nicht so kompliziert wie uns. Der Kopf ist immer noch sehr, sehr frei. Verstehen Sie, okay? Das wäre no block Energie. Energie fließt für den sehr, sehr sanft. Aber man muss vorsichtig sein mit Kindern, mit Energie zu tun. Man muss sanft sein, super sanft sein. Man muss sehr, sehr liebevoll umgehen. Okay? Mit Tieren ist exzellent. Warum Tiere funktionieren so gut mit Prana-Heilung? Weil sie sind super sensibel für Energien. Zum Beispiel in Norddeutschland, wir haben Profis exklusiv für Sportpferde und Prana-Heilung. Exklusiv ausgebildete. Für Sportpferde. Okay? Der Besitzer ist glücklicher, ohne Nebenwirkungen sehr schnell Erfolg. So. Und im täglichen Leben, überall kann sie anwenden, von Kleinigkeit zu groß. Wir können immer unterstützen Prana-Heilung mit aller komplett anderen Methoden. Du kannst integrieren in Schulmedizin, vorher Prana-Heilung, nach Operation, nachher Prana-Heilung geht schneller besser. Okay? So, sie können integrieren überall in aller Therapien Prana-Heilung. Von Master Chakra-Boxi heißt Selbstheilung zu aktivieren. Okay? Als Massagetherapeut machst du reinigen vorher, weil du beruhigst die physische Körper. Du bist sicher, deine Hände sind immer noch sauber. Verstehen Sie, was ich meine? Okay? So, vorher du massiert, so reinigt die Körper, ganzer Körper und Körperteil, danach massiert er viel besser. Und der Klient sagt, was haben Sie gemacht, heute fühle ich viel besser. Er hat Energie frei gemacht im Prana-Heilung, danach massiert, die Massage geht besser, selber Sicherheit. Viele, 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 viele Vorteile können Sie Prana-Heilung benutzen. Und was lernen Sie? Sie lernen viele Techniken, nicht nur so, was Sie haben gemacht, hier ist nur ein kleiner Teil. Sie machen viel, viel mehr Techniken und weiter und weiter. Und es gibt auch sehr, sehr interessante Thema in Prana-Heilung, auch über Meditation. Man lernt über Meditieren. Viele meditieren, ist sehr, sehr gut. Aber es gibt, wir haben ein sehr schönes Meditation, eine Zwei-Herz-Meditation. Die Frage ist, wenn haben Menschen zwei Herz? Was bedeutet zwei Herz? Das bedeutet, erste ist die menschliche Liebe. Der nächste ist göttliche Liebe. Ohne menschliche Liebe gibt keine göttliche Liebe. Gibt, aber ist nicht zugriffbar. Erstmal, man muss menschliche Liebe haben, ein menschliches Herz entwickeln, danach die göttliche Herz öffnet.
nicht andersrum. Wenn Sie nicht in der Lage, Mitlebewesen zu helfen, helfbar sein, na, was erwarten Sie denn? Got the point? Verstehen Sie, okay? So durch die Mensch, erste Prinzip, egal wie es um Heilung geht, am Schluss zurückkommen Sie, erst einmal das Herz muss groß sein, das Herz muss entwickeln. Einmal das Herz entwickeln, automatisch höhere Energie anfangen zu manifestieren. Ohne Herz, Sie versuchen Ihre Beste, kommt, Sie kriegen eine super Nebenwirkung. Warum? Sie haben nicht vorbereitet. Es gibt Techniken, Leute üben mit viel Techniken, die haben auch viele Nebenwirkungen. Warum? Der Körper ist nicht vorbereitet, der Energiekörper ist nicht vorbereitet, der emotionale Körper ist nicht vorbereitet, die Chakren sind nicht vorbereitet. Wenn Chakren sind nicht vorbereitet, die Por, verstehen Sie, hoch kommt da, ist zu, verstehen Sie, was passiert? Platzt. Oder Druck, Schmerzen, okay? So, hier, der Herzchakra ist vorbereitet. Und der Herzchakra ist vorbereitet, Kronchakra ist vorbereitet und dann meditiert und die Energie fließt durch und ist gut vermittelt überall. Und dann, wir haben geredet über, da gibt noch ein Thema, heißt Charakterbildung, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema in Prana Heilung von Master Chavoksui. Und über etwas erklärt über Karma. Etwas über Karma erklärt in die Seminar selber. Warum man muss die eine Heiler, warum wollte Heilung, man muss auch etwas Hintergrund verstehen, damit ich besser umgehen kann. Besser umgehen kann. Über hetärische Hygiene. Hetärische Hygiene? Hetärische? Laut. Hygiene. Hygiene. Über hetärische Hygiene erklärt, wie können wir gut umgehen kann. Nicht nur körperliche Hygiene. Ethische. Ätherische, genau. Ätherische. Gut. Haben Sie beobachtet, wir haben den zweiten Teil nicht gezeigt für euch. Die zweite, Einatmen, Übertragung der Energie. Haben wir nicht gemacht. Machen wir auch nicht. Okay? In der Vortrag. Das Energieübertragung, da muss super Vorsicht sein. Man muss ganz genau wissen, für wen, wessen Krankheit, wessen Alt, wie viel Energie nicht. Wo dürfen wir Energie geben, wo dürfen wir nicht. Kannst du nicht überall dosieren, Menschen, verstehen Sie? Okay? Man muss ganz genau wissen, sie darf auf keinen Fall Augen energetisieren vom Pranalium, vom Master Chavoksui. Direkt Augen zum Beispiel. Okay? Deswegen, wir zeigen, wir haben vorher gezeigt in unseren Vorträgen, Anfang in Deutschland, habe ich gezeigt in den Vorträgen, wie man energetisieren. Und auch viel weiter gezeigt. Aber die Leute haben nicht respektiert die Worte, wenn wir gesagt, bitte, nicht alleine, nicht machen ohne Hintergrund. Sie können reinigen, machen zu Hause, sie können machen, kein Problem. Aber Übertragung Energie, man muss korrekt lernen, sonst kriegen Sie Nebenwirkungen. Wir haben gehört, natürlich nicht respektiert, die haben Experten, warum die haben 30 Jahre Heiler sind oder Energie zu tun. Verstehen Sie, okay, die haben viel mehr Erfahrung, die haben experimentiert ohne Hintergrund, haben interessante Erfahrungen. Später kommt ein Seminar und sagt, tut mir leid, danach respektiert. Man muss korrekt lernen, Übertragung, ganz genau, muss wissen, was passiert mit Energie überhaupt? Wo fließt das Energie überhaupt? Was ich muss tun mit dieser Energie? Weiter und weiter. Sind Sie interessiert, kurze Meditation zu machen? Ja, sicher? Okay, dann können Sie aufstehen kurz. Okay, kurz check. Ein bisschen Schüttelung. Gut, Rücken gerade, Zunge auf dem Gaumen, Hände offen auf den Schoß. Jemand mit Herzproblemen? Schwacher Herz? Wirklich? Ja. So, während der Meditation, wenn Sie mehr Energie filtern mit Herzproblemen, nicht empfehlenswert, nicht mehr weitermachen, einfach Hände kreuzen, so, verstehen Sie, okay? Die Energie fließt nicht mehr, okay? So, das ist, wir empfehlen das. Okay. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Zu dem höchstgöttlichen Sein, die große Wesen, unsichtbare Helfer mit uns sind, von meinem ganzen Herzen ich demutig danke, in vollem Vertrauen. Danke. Bitte für Ihre Schutz, Führung und Segnung während des die Meditation. Danke. Atmen Sie tief ein. Kurz anhalten.
ausatmen, bewusst auf die ganze physische Körper. Und noch einmal tief einatmen, ausatmen, bewusst auf die ganze physische Körper. Ganz normal atmen. Ganz langsam erinnern Sie an einen glücklichen Moment in Ihrem Leben. Vielleicht ein Moment, wenn Sie jemandem geholfen haben. Oder wenn Sie verliebt sind. Genießen Sie diesen glücklichen Moment mit einem Lächeln von Ihrem Herzen. Ganz sanft. Visualisieren Sie Planeten Erde vor Ihnen vor wie einen kleinen Ball. Visualisieren Sie Planeten Erde vor Ihnen vor wie einen kleinen Ball. Sanft heben Sie Ihre Hände die Höhe Ihrer Brust, Handflächen zeigen Richtung die Planeten Erde vor Ihnen vor. Konzentrieren Sie Mitte Ihrer Brust, da ist die Herzenergiezentrum, Herzchakra. Stellen Sie sich vor, ein rosafarbenes Licht vom Ihr Herzenergiezentrum durch Ihre Hände stromt zu den Planeten Erde vor Ihnen vor. Mit diesem Licht segnen Sie die ganze Erde. Lass jede Lebewesen gesegnet sein. Mit Liebe und mit Freude. Lass jede Lebewesen gesegnet sein, mit Liebe und mit Freude. Segnen Sie die ganze Erde, mit Liebe. Fühlen Sie Liebe in eigene Herzen und strahlen Sie raus. Sanft lenken Sie Ihr Bewusstsein zur Mitte Ihrer Kopf, Kronenenergiezentrum. Konzentrieren Sie Mitte Ihrer Kopf. Stellen Sie sich vor, ein weißes Licht durch Ihre Krone, durch Ihre Hände. Strom. Die Planeten Erde vor Ihnen vor. Mit diesem Licht segnen Sie die ganze Erde. Lass jede Lebewesen segnet sein mit Frieden, mit Verständnis und Harmonie. Lass Frieden manifestieren auf die ganze Erde. Und wiederholen Sie im Geist das Mantra Om oder Amen.
konzentrieren Sie auf das Licht über Ihrem Kopf und wiederholen Sie im Geist das Mantra Om oder Amen. Gleichzeitig bleiben Sie still und bewusst. Sanft bewegen Sie Ihre Finger, sanft wieder heben Sie Ihre Hände, im Herzen Gottes, durch Ihr Herz, durch Ihre Hände. Segnen Sie die ganze Erde mit göttlicher Liebe und göttlicher Frieden. Lass jede Liebe gesegnet sein mit Frieden und mit Harmonie. Sehen Sie Ihr eigenes Land, Ihre Gemeinde, Ihre Stadt, Ihr Dorf mit Gutes willen und alles Gutes zu tun. Konzentrieren Sie auf Mitte Ihrer Brust, vom Zentrum Ihrer Herzen mit sehr viel Liebe durch Ihre Hände segnen Sie Ihre eigene Familie, Ihre Freunde, Bekannte, Verwandte. Mit sehr viel Liebe, mit innerer Freude, mit innerer Glück, mit viel Verständnis und Harmonie miteinander, mit guter Gesundheit, mit Spiritualität und mit Wachstum. Segnen Sie alle Menschen, die Sie treffen, mit einem Lächeln von Ihrem Herzen. Sanft bringen Sie Hände zurück auf Ihre Schoß. Lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihre Fußsohlen unter Ihre Füße. Visualisieren Sie ein weißes Licht. Durch Ihre Fußsohlen gehen tief, tief in Mutter Erde. Lass Mutter Erde segnet sein, wieder regeneriert sein. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Zum dem höchstgottlichen Sein, wie große, große Wesen, Engel, Heiligen, unsichtbare Helfer mit uns sind, von meinem ganzen Herzen ich demütig danke für Ihre Schutz, Führung und Ihre liebevolle Segnungen. In vollem Vertrauen. Danke. Atmen Sie tief ein. Kurz anhalten. Ausatmen, Bewusstsein auf den ganzen physischen Körper. Nochmal tief ein, langsam aus. Ganz normal atmen und Ihre Augen öffnen mit einem schönen Lächeln. How are you feeling? It's okay? Schön. Mit dieser Meditation, wir sind zum Schluss zum Vortrag. Wie gesagt, ich hoffe, die Herren war okay für euch. Don't take me personal. Nicht persönlich nehmen, denn ich habe ein oder andere Wort, das nicht gepasst, gesprochen. Wir haben viele, viele Bücher von Master Jacobson. Sie können alles finden am pranashop.de. Okay. Okay, I hope you enjoyed. Ich mache ein kurzes Gebet, bevor wir schließen, okay?
sind im höchstgöttlichen Sein, Gott Mutter, Gott Vater, zu meinem Lehrer, Grandmaster Chao Koksui, meine heilige Lehrer und heilige Meister, alle heiligen Lehrer, Meister, alle heiligen, heiligen Engel, heiligen Engel, Erzengel, die große, große Wesen, unsichtbare Helfer mit uns sind, Lichtwesen und alle spirituelle Helfer. Von meinem ganzen Herzen ich demutig, danke, danke, danke. Von meinem ganzen Herzen ich danke Herrn und Frau Doktor von diesem Haus und ich danke Sigrid Kaltwasser und alle anderen Mithelfer für Organisierung des Vortrags und alle Prana-Lehrer hier sind und Prana-Anwender und alle Teilnehmer hier sind, sichtbar und unsichtbar, für ihre wunderbare Kooperation. Danke, Ihnen vollen Vertrauen. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Namaste. Thank you very much. So have a nice evening.